zusammen. Machen wir wieder ein paar Kräftigungsübungen mit dem Theraband gemeinsam. Dazu brauchen wir nur eine Matte, ein Theraband. Und dann machen wir uns einmal auf der Matte umsitzen. Bequem setzen wir uns schön auf unsere Sitzbeinhöcker, dass wir einen schönen geraden Rücken haben. Und dann platzieren wir mal unser Theraband um unsere Fußsohlen. Nehmen wir das Theraband um unsere Fußsohlen. Der Rücken ist schön gerade. Und dann umwickeln wir das Band, nehmen wir das Band schön auf Spannung. Und dann bringen wir unsere Knöchel so zueinander. Die Ellenbogen zeigen zur Seite. Die Beine sind hüftgelenksbreit. Die Zehenspitzen ziehen wir schön zum Körper. Und die Knöchel zueinander. Band auf Spannung halten. Die Hände, also die Fingerknöchel, sind so auf Brusthöhe. Und dann drehen wir mal Oberkörper einmal zur einen Seite und zur anderen Seite. Oberkörper zur Seite. Und dann bleiben wir in der Mitte. Machen wir Kräftigung für unsere Arme. Das Band nehmen wir auf Spannung. Die Arme sind gestreckt, das Band haben wir auf Spannung. Und dann beginnen wir mal mit Rudern. Ziehen wir nach hinten, dass die Ellenbogen ganz nah am Körper, die ziehen nach hinten und wieder nach vor. Einatmen, streck die Arme, ausatmen, zieh nach hinten. Schau, dass der Rücken schön gerade bleibt. Und wir rudern, ziehen Ellenbogen nah am Körper nach hinten. Genau, machen wir noch viermal rudern. Ausatmen, zieh nach hinten. Letzten zwei. Letztes Mal. Genau. Und dann lassen wir die Arme gestreckt, das Band mehr auf Spannung nehmen. Und jetzt schauen wir, dass die Bewegung wirklich nur aus dem Schultergelenk kommt. Das Band spannen und dann ziehen die Arme gestreckt nach hinten und wieder nach vor. Zieh nach hinten. Bewegung kommt nur aus dem Schultergelenk. Zieh wieder nach hinten. Die Arme bleiben immer gestreckt. Zieh nach hinten. Bewegung aus dem Schultergelenk und wieder nach vor. Nach hinten aus dem Schultergelenk und wieder nach vor. Arme lassen wir schön gestreckt. Machen wir noch vier. Hinten, nach vor, das spüren wir, wie wir nach hinten ziehen, wie wir schön die Schulterblätter so richtig nach hinten schieben. Letztes Mal, zieh nach hinten und wieder lösen. Ganz ein bisschen lockerer machen. Nächste Übung ist für unseren Bizeps. Ganz normales Beugen und Strecken für unsere Vorderseite vom Oberarm. Also beugen und strecken. Zehenspitzen ziehen wir schön zum Körper heran und der Unterarm beugen und strecken. Oberarm bleibt fixiert am Oberkörper. Ausatmen, beugen, einatmen, wieder nach unten. Für unseren Bizeps machen wir noch vier. Und die letzten zwei. Letztes Mal. Super. Jetzt machen wir unsere drei Bewegungen zusammen. Erste Bewegung war rudern, zieh nach hinten. Dann machen wir Spannung. Gestreckte Arme aus dem Schultergelenk, zieh nach hinten. Und Bizeps beugen und wieder strecken. Noch einmal rudern, zieh nach hinten. Gestreckte Arme, Bewegung aus dem Schultergelenk, zieh nach hinten. Und dann haben wir noch Bizeps beugen, strecken. Machen wir noch ein letztes Mal rudern. Gestreckte Arme ziehen nach hinten. Und den Bizeps beugen, strecken. Super. Jetzt gehen wir schön nach vor auf der Matte, dass wir Platz haben nach hinten. Das Band bleibt auf Spannung. Fußsohlen. Die Arme sind gestreckt. Das Band nehmen wir schön auf Spannung. Arme gestreckt, Rücken gerade. Wir haben nach hinten Platz.
Das heißt, wir rollen uns jetzt nach hinten ab in die Rückenlage. Lass die Arme immer gestreckt. Beine bleiben hüftgelenksbreit. Leg dich nach hinten ab. Da atmen wir ein. Und dann kommen wir wieder nach oben. Das Band hilft uns, nach oben zu kommen. Dann machen wir uns wieder groß einatmen. Und dann gehen wir schon wieder nach hinten ausatmen. Ein und wieder hochkommen. Wieder nach hinten rollen. Und wieder hochkommen. Machen wir noch zweimal. Nach hinten. Komm wieder hoch. Und ein letztes Mal. Und jetzt bleiben wir gleich hinten in der Rückenlage. Bleib hinten, leg dich ab. Dann nehmen wir gleich die Beine. Gebeugt nach oben. Beine bleiben hüftgelenksbreit. Oberarme legen wir auf der Matte ab. Und dann schieben wir die Beine nach vor in die Streckung. Gegen den Widerstand des Bandes. Wie die Beinpresse. Die Beine schieben wir diagonal nach vorne. Also nicht nach oben, sondern diagonal schieben wir die Beine nach vorne. Oberarm bleibt auf der Matte. Und wir schieben diagonal nach vorne. Genau, für unsere Oberschenkelmuskulatur. Machen wir noch viermal. Ausatmen, wenn wir die Beine strecken. Zweimal noch. Letztes Mal. Und wieder beugen. Rollen wir uns gleich nach oben zum Sitzen. Ein Bein lösen wir. Machen wir mal eine Grätsche. Das Band bleibt um die Fußsohle. Eine Fußsohle. Genau. Mit den Armen, mit den Händen halten wir das Band wieder auf Spannung. Jetzt bringen wir wieder unsere Knöchel zueinander. Und wir drehen jetzt zur anderen Seite. Wieder gegen den Widerstand des Bandes zur Seite drehen. Und dann kommen wir wieder zurück. Gegen den Widerstand des Bandes. Und komm wieder zur Mitte zurück. Wieder ausatmen, dreh zur Seite. Einatmen zur Mitte. Zur Mitte. Machen wir noch zweimal zu der Seite. Zur Mitte. Letztes Mal. Und wieder zur Mitte. Dann lösen wir das Band, wechseln wir gleich zur anderen Seite, wieder das Band um die Fußsohle legen, Zehenspitzen wieder schön zum Körper ziehen, Knöchel wieder zueinander, Rücken gerade aufrichten. Genau, und wir drehen wieder ausatmen gegen den Widerstand des Bandes und wieder zurück, Schultern locker. Komm in die Rotation mit dem Oberkörper gegen den Widerstand des Bandes. Genau, super. Machen wir noch zweimal. Zu der Seite drehen, Oberkörper ausatmen. Zehenspitzen zum Körper ziehen, letztes Mal. Und komm wieder zur Mitte. Band wieder lösen. Super. Beine schließen. Dann gehen wir wieder in die Rückenlage. Jetzt platzieren wir unser Band um den oberen Rücken. Also schauen wir, dass wir das Band schön breit nehmen. Dann platzieren wir das Band am oberen Rücken. So im Bereich der Schulterblätter. Legen wir uns das Band hin. Und dann legen wir uns dann auf den Rücken, auf das Band legen wir uns drauf. Die Beine stellen wir auf. Die Arme legen wir links und rechts zur Seite. Und mit den Handflächen fixieren wir das Band so am Boden. Wir machen jetzt einen seitlichen Crunch. Das heißt, mit der Ausatmung
Ziehen wir dann Hand zum gegenüberliegenden Knie nach oben. Atme ein. Ausatmung, hebt den Oberkörper und zieht zur Seite hoch und geh wieder tief ein. Und dann gehen wir gleich zur anderen Seite hoch und geh wieder tief, atme ein. Tief gehen, seitlicher Crunch. Tief gehen, atme ein und aus. Seitlich hochziehen. Wir machen noch zwei. Letztes Mal. Zieh diagonal nach oben und wieder tief gehen. Ablegen, einmal die Spannung lösen. Lass einmal die Beine ganz locker zur Seite fallen. Tiefe Ein- und Ausatmung. Super, dann nehmen wir das Band wieder raus. Nehmen wir die Arme mit dem Band nach oben. Streck die Arme nach oben. Das Band spannen wir. Und dann nehmen wir die Beine dazu im rechten Winkel auch nach oben. Genau. Oberkörper heben wir an. Und jetzt bewegen wir die Beine über das Band drüber und wieder zurück. Oberkörper anheben. Oben durch, unten durch. Machen wir einzeln. Und wieder einzeln nach unten. Wieder hoch. Und wieder tief. Und wieder doppelt hoch. Und tief. Super. Upsala. Machen wir noch zweimal. Letztes Mal hochkommen und wieder tief und ablegen. Kurz entspannen, lass die Beine noch einmal links, rechts fallen. Stell die Beine einmal breiter und lass die Beine rechts, links fallen. Einmal zu jeder Seite. Letztes Mal. Und wieder zur Mitte. Beine aufstellen. Machen wir nochmals für unseren geraden Bauchmuskel. So, dann nehmen wir wieder die Beine nach oben. Oberkörper nehmen wir wieder leicht nach oben an. Und jetzt bringen wir gleichzeitig Arme, Beine in die Streckung. Und wieder beugen. Strecken. Und beugen, streck, beugen. Machen wir noch viermal. Letztes Mal. Kurz einmal ablegen. Mit leicht Kniekreis schaukeln, links, rechts. Atmung fließen lassen, tief ein und tief ausatmen. Und dann gehen wir wieder in unsere Ausgangsposition. Oberkörper wieder leicht anheben. Gleiche Bewegung wie vorher. Arme, Beine strecken, beugen. Und jetzt kommen wir nach oben zum Sitzen. Wieder tief gehen, beugen, strecken, beugen und hochziehen. Wieder beugen, strecken, beugen und zieh hoch. Wieder tief, beugen, zieh hoch. Super. Strecken, beugen, hochziehen. Machen wir noch viermal. Beug, streck. Beug, komm hoch. Die letzten zwei.
ein letztes Mal. Beug, streck, beug, hochkommen. Super. Wieder langsam nach hinten rollen. Beine aufstellen. Nur die Arme einatmen nach hinten. Ausatmen nach vor. Noch einmal einatmen nach hinten. Ausatmen nach vor. Und mein letztes Mal nach hinten und wieder nach vor. Jetzt platzieren wir uns unser Band im Bereich der Hüfte. Also nicht um den Bauch, sondern wirklich Hüftbereich. Wieder von hinten das Band schön breit nehmen. Von hinten kommend. Dann überkreuzen wir das Band vorne, sodass die Enden so etwa gleich lang sind. Und dann legen wir uns wieder auf den Rücken. Dass das Band jetzt im Bereich der Hüfte oder bei unseren Hüftbeinknochen ist, nicht Teile, also nicht da so Wespenteile zusammenziehen, sondern wirklich im Bereich der Hüfte. Die Enden fixieren wir wieder mit unseren Handflächen am Boden. So, mit den Handflächen fixieren wir die Enden dann am Boden. Die halten wir schön stabil. Einatmen und ausatmen. Kommen wir nochmal nach oben in die Schulterbrücke. Handflächen fest am Boden drücken mit dem Band. Ausatmen. Komm hoch gegen den Widerstand des Bandes. Und wieder tief gehen. Einatmen. Tief gehen. Und wieder tief gehen. Beim nächsten Mal halt mal, mal oben. Komm hoch. Halte oben. Jetzt verschieben wir mal die Hüfte einmal nach rechts. Einmal nach links. Schieb die Hüfte hoch. Einmal nach rechts. Nach links. Bauch schön anspannen. Und die Handflächen drücken nach unten. Letzten zwei. Letztes Mal Hüfte. Und geh wieder tief und hoch, komm tief und wieder nach oben. Geh wieder tief und nach oben. Tief, jetzt gehen wir auf zweimal hoch. Komm hoch, komm hoch und auf einmal gehen wir tief. Wieder auf zweimal hoch, hoch und wieder tief gehen. Wieder hochkommen, hochkommen. Und wieder tief gehen. Wieder auf zweimal hoch, hoch und tief gehen. Machen wir noch zweimal. Komm hoch und hoch. Und wieder tief gehen. Letztes Mal. Hochkommen, hochkommen. Und wieder tief gehen. Ablegen. Spannung lösen. Ein- und tief ausatmen. Jetzt nehmen wir noch einmal das Band mit unseren Händen. Die Arme streckt man nach oben. Bandenden fixieren wir wieder mit den Händen. Dann nehmen wir die Beine nach oben. Gestreckt nach oben. Gestreckt nach oben. Gar nicht so leicht, dass man so alles schön, genau, nach oben. Oberkörper leicht anheben. So, und jetzt öffnen wir mal zuerst die Arme. Spann, spannen. Zur Seite ziehen. Dann öffnen wir die Beine. Schließ die Arme, schließ die Beine. Arme, Beine, schließen, schließen. Arme, Beine, Arme, Beine. Öffnen, schließen. Noch zwei. Letztes Mal. Kurz ablegen, kurz entspannen. Und noch einmal Arme strecken, Beine strecken, Oberkörper leicht anheben. Jetzt ziehen die gestreckten Arme nach hinten, Beine kretschen, Arme nach oben, Beine schließen, Arme, Beine. Nach hinten öffnen.
Nach vorne schließen, die letzten zwei. Letztes Mal. Beine beugen, Oberkörper ablegen. Und noch einmal schön kreisen, noch einmal schön die Wirbelsäule massieren in beide Richtungen. Kreisen. Stell die Beine ab. Steck die Beine in die Länge. Leg das Band einmal zur Seite. Mach die mal ganz lang. Steck dich fest in die Länge. Streck Arme und Beine so richtig lang. Und dann ziehen wir mal Beine und Arme so zur Seite. Oberkörper lassen wir schön am Boden, dass wir die seitliche Flankendehnung spüren. Legen wir wie so ein Halbmond am Boden. Und dann kommen wir über die Mitte zur anderen Seite. Wieder seitliche Flankendehnung. Schön zur Seite ziehen, wieder wie so eine C-Kurve. Schön zur Seite ziehen. Gleichmäßig atmen. Und dann kommen wir wieder zur Mitte zurück. Wieder zur Mitte kommen. Dann machen wir noch Beine, Gesäßdehnung dazu. Knöchel zum Knie. Dann greifen wir durch die Beine durch. Den Unterschenkel kann man ganz locker lassen. Oberkörper lassen wir auf der Matte. Mit dem Ellenbogen kann man das Bein so richtig schön zur Seite drücken. Und dann ziehen wir die Knie, also die Beine zum Körper heran, dass wir die Dehnung spüren. Rückseite, Oberschenkel vom Gesäß zieht es runter. Gleichmäßig weiteratmen. Noch eine tiefe Ein- und Ausatmung. Und dann wechseln wir das Ganze zur anderen Seite. Wieder Knöchel zum Knie. Das Knie geht zur Seite. Greift durch die Beine durch. Und dann ziehen wir die Beine so richtig heran. Und den Ellenbogen drücken wir das Knie so richtig zur Seite. Lief weiteratmen. Tiefe Ein- und Ausatmung. Das andere Bein ganz locker lassen. Und da spüren wir die Dehnung vom Gesäß. Oberschenkel, Rückseite. Gleichmäßig weiteratmen. Machen wir noch eine tiefe Einatmung und tief ausatmen. Super. Dann lösen wir das wieder, dann greifen wir noch mit beiden Fingern in die Kniekehle und dann ziehen wir noch die Knie so richtig schön zur Brust heran. Und drückt das Gesäß so richtig auf die Matte, dass wir dann schön unseren unteren Rücken dehnen. Tief ein- und tief ausatmen. Drück auf deine Schulterblätter schön auf die Matte. Noch eine tiefe Ein- und Ausatmung. Locker lassen. Roll dich nach oben zum Sitzen. Nimm mal gleich die Beine zur Seite. Komm nach oben. Machen wir noch einen. Setzen wir uns noch einmal nach hinten auf die Fersen. Fersensitz. Lange Arme noch vor. Rücken so richtig lang machen. Platz für die Bandscheibe schaffen. So richtig schön in die Länge ziehen. Rücken lang machen. Fest in die Länge ziehen. Tief ein- und tief ausatmen. Lang machen. Noch ein letztes Mal tief ein- und tief ausatmen. Und
und dann setz dich zur Seite. Dankeschön fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wieder wichtig, dann trinken nach der Einheit. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.